Hallo und herzlich willkommen. Eine kleine Rubrik, die ich auch schon länger mal machen wollte. Lieblingskram, beziehungsweise einfach so ein bisschen Funny Moments. Und das ist jetzt einer von den Teilen, wo ich auch wieder sehr neidisch auf die Horde bin. Und zwar gibt es hier am Übergang vom Silberwald, sieht man hier, zum Vorgebirge des Hügellandes, sieht man hier, gibt es diese wunderschöne Quest bei Hochexekutorin D'Artalia. D'Artalia, so rum. Eine fantastische Quest, die unglaublich lustig ist. Leider Horde-only, aber hier ist man relativ schnell. Kann man sich also schnell mal einen Untoten bauen und hier runterlaufen. Sie lohnt sich wirklich. Alternativ dazu könnt ihr euch natürlich gerne dieses Video angucken und sehr gerne auch liken und kommentieren. Support ist kein Mord. Auch über Abos freue ich mich gerne und sehr. Und zwar Beamten-Mikado. Wer sich zuerst bewegt, hat verloren, mein Lieber. Nur so kann man es als hochrangiger Offizier der Verlassenen zu etwas bringen. Ja, das hier ist in der Tat das gute Leben und ihr werdet es leben. Ich möchte, dass ihr diese Befehle nehmt und sie an die kleinen Anfänger ausgebt, die hier vorbeikommen und nach Arbeit suchen. Wem ihr was gebt, ist euch überlassen. Wenn ihr bereit seid, steigt auf mein braves Skelettross auf, damit man euch nicht übersieht und fangt an, das Leben zu leben. Was bedeutet, einfach hier herumzustehen und zu warten? Allein für diesen Text haben sie meiner Meinung nach schon eine Art Quest-Oscar verdient. Wir bekommen einen tragbaren Schreibtisch als Quest-Reward, alternativ Schulterstücke des Questgebers. Puttenhässlich, aber es geht ja auch mehr um die Quest als solche. Ich hoffe, ich kann das weiterhin so fließend flüssig vorlesen. Wir hüpfen auf das Pferd. Und wir haben unser Quest. Wir haben sogar unser Ausrufezeichen da oben drüber. Da kommt schon einer. Sieht ja wie ein richtiger Gewinner aus. Bleibt ruhig, Wolfgang. Immer mit der Ruhe. Hi. Hi. Hilfe. Ich liebe diese Quest. Hi, hi, Hilfe! Hi, ich bin neu hier in Caps Lock. Ich brülle jetzt aufgrund der Uhrzeit nicht so rum. Eine Riesenkreatur aus weißem Licht und mit Flügeln hat mich lebendig gemacht. Ich diente der Banshee Queen. Hilfe! Hi! Hervorragend. Vielleicht solltet ihr ein Mittagsschläfchen oder sowas halten. Ich weiß nicht, ob ich Arbeit für euch habe. Okay, danke. Ich warte dann hier mit euch. Danke, okay. Oh, wartet mal. Es sieht so aus, als wäre doch gerade etwas reingekommen. Hauptsache loswerden den Kacknoob. Ja, hier auf diesem Papier bis zum Azurschacht südöstlich von hier. Und euch dort bei Hauptmann Keaton melden. Südosten ist in dieser Richtung. Ihr zeigt nach Südosten. Norden, verstanden. Danke, tschüss. Läuft nach Süden. Hervorragend. Diese neuen Verlassenen scheinen ein bisschen zu sein. Sie brauchen immer ein bisschen Zeit, um sich anzugewöhnen. Oh, ganz toll. Nicht der schon wieder. Ich kenne diesen Ork. Er hat hier nichts zu suchen, aber er ist ein Widerling und hängt hier rum, um den Hilflosen aufzulauern. Lasst euch nicht von ihm ärgern. Ha! Es sieht so aus, als gingen dir die Deppen aus, die du auf das Pferd setzen kannst, D'Artalia. Dieser hier ist der mickrigste von allen bisher. Kollege, ich bin größer als du. Was habt ihr heute für mich, Schwächling? Zeigt mir, wo sich die Allianz versteckt und ich werde sie platt machen. Schon das komplette ICC-Set in Heroisch. Hervorragend. Orkus, der Königsmörder. Ich habe den Fall des Lichtkönigs gesehen. Von Titanen erschaffene Wesen sind unter meiner mächtigen Axt gefallen. Als man mich dazu aufforderte, führte ich alleine den Agentum-Kreuzzug im Kampf gegen die Bestien Nordends zum Sieg. Was hat das Vorgebirge des Hügellandes Orkus dem Königsmörder zu bieten?
Anscheinend gibt es in Süderstade Ärger. Ich höre etwas über Aufrührer der Worgen. Vielleicht könntet ihr da aushelfen. Kleiner Spoiler, der Typ. Ich sag nichts. Werdet ihr sehen. Aufrührer, sagt ihr, besteht die Gefahr von Tod oder Verstümmelung? Nicht einmal ansatzweise. Dann wird Orkus es für euch tun. Ja! In Ordnung, danke. Haltet euch einfach nur Richtung Südosten. Mehr Süden als Osten. Wahrscheinlich nicht in der Nähe der Küste. Für die Horde. Ja, feiger Questgeber, bleibt nur auf eurem bleichen Pferd, während Orkus der Horde Ehre bringt. Ich werde mit 1000 Schädeln wiederkehren. Hoffentlich kommt er nie wieder. Vielleicht ertrinkt er ja. Mist, mit dem hier müsst ihr alleine fertig kommen. Johnny Imba ist da, zu euren Diensten. Einfaches Wesen, knechtet mich mit euren Aufgaben, die ich nur mit geringem Enthusiasmus und voraussichtlich unter Nichtbeachtung aller Hinweise und Wegbeschreibungen, die von euch so ausdrücklich erklärt werden, dass meine Karte sie nicht anzuzeigen vermag, ausführen werde. Alter, braucht man da einen langen Atem bei dem Typ. Ich Schlaufuchs habe immer versucht, diese Sprechblasen mitzulesen. Ich kann es ja auch hier unten im Chat mitlesen. Egal, labern wir den mal an. Johnny Imber mit dem Glänzepony. Ein Wer waren Traum. Sie? Seht mich an, Bauer. Von Kopf bis Fuß bin ich mit Erbstücken geschmückt und trage Geschenke der größten Helden, die Azeroth je gesehen hat. Und nun seht euch selbst an, vollkommen mit Erbstücken behangen. Und jetzt schaut schnell wieder zu mir. Schon besser, oder? Und ja, das Pferd ist aus echten Sternen. Ah, natürlich eine Blutelfe, eine männliche, männlichen Anführungszeichen. Welche sinnlose Aufgaben, die die Intelligenz eines geistig eingeschränkten Ork unterfordern würden, habt ihr für mich ausgedacht? Ist das eine Kackbratze? Männliche Blutelfe. Mehr muss man dazu, glaube ich, nicht sagen. Nun ja, wir haben da ein paar Probleme in den Schlickfeldern, die sich nordöstlich von hier befinden. Aufseher Stillwasser könnte eure Hilfe brauchen. Schon gut, schon gut. Was gibt es sonst noch? Das war's schon. Das ist alles. Eine Aufgabe. Mehr habt ihr nicht. Entschuldigung, ich muss lachen. Keine Bären hintern, die man sammeln soll. Keine seltene Pflanze, die ich pflücken kann, damit ihr ein leicht halluzinogenes Tränkchen brauen könnt und nach dem Trinken davon Visionen von der Apokalypse bekommt. Oder vielleicht ist die örtliche Population von leicht nervenden, schlecht gelaunten Zieseln so störend, dass man sie bestrafen muss. Nein, wirklich nichts. Das war es schon immer. Das oder gar nichts. Haltet den Kurs. Nun gut, ich werde diese eine Sache für euch erledigen. Ihr solltet hoffen, dass ihr bald den Knecht für andere spielen kann. Dass ich bald den Knecht für andere spielen kann. Oder ihr könnt euch darauf verlassen, dass ich mich nicht zurückhalten werde, meine äußerst schlechte Launung laut und breit in öffentlichen Foren bekannt zu machen. Ach, alter Schwede. Da sieht man, Blizzard kennt seine Spieler sehr genau. Ah, sorry. Ich liebe diese Quest einfach. Fantastisch. Ich bin von den Verlassenen. Na, wie war's? So wie ihr es euch immer vorgestellt hattet. Aufregend, nicht wahr? Und da kommt schon die nächste Blutelfe an, Alter. Nein. Dartalia seufzt. Ich bleibe an dem Job hängen. Ich sehe, dass ihr ein wahrer Held seid. Ihr braucht Action. Ich denke, ein Schreibtischjob ist nichts für euch. Oh, herrlich. Was nehmen wir denn? Wir nehmen natürlich den tragbaren Schreibtisch. Ah, herrlich. Ärger am Azurschacht. Die Produktivität unserer Spinnenfarm am Azurschacht ist im Stillstand. Hauptmann Keaton hat uns darum gebeten, sofort Hilfe zu schicken. Keaton behauptet, die Minenspinnen sich weigern, Befehle zu gehorchen und durchdrehen. Okay, wieso Minenspinnen und nicht Arbeiter?
Außerdem plündert eine Gruppe Küstenmurlocs unsere Vorräte. Könnt ihr dorthin gehen und den Sachen nachgehen? Helft Keaton und der Spinnendompteurin. Also ich wollte gerade sagen, hey, heißt die auch Wolfgang? Ihr findet den Azurschacht im Südosten in der Nähe der Küste. Sehr schön. Das war jetzt die Startquest für das Vorgebirge des Hügellandes. Ich werde zwischendurch immer mal wieder nochmal weiter aufnehmen, sofern da die Fortschritte sind, weil ihr diese Charaktere, die werden wir im Laufe dieser Questreihe immer wieder mal, den werden wir immer mal wieder begegnen. Von daher kurzer Schnitt und gleich geht's weiter. So, da sind wir wieder. Wir haben jetzt ein kleines bisschen weiter gequestet. Das ist unten in einer Mine. Seht ihr hier auf der Karte. Hier war der Startpunkt für diese wunderschöne Beamten-Mikado-Quest. Und hier unten, dieser Azur-Schacht, da ist eine Mine, da geht's rein. Da macht ihr so ein paar Aufträge. Und da bekommt ihr hier Rettung aus den Tiefen der Mine, diese Quest. Und wenn wir uns diesen Herrn angucken, der hier also eingewickelt wurde von Spinnen, den kennen wir. Das ist nämlich Kakbun. Allein das Wortspiel, fantastisch. Das ist nämlich Kakbun. Wir erinnern uns, das war unser erster Kunde, als wir auf dem hohen Ross des Questgebers saßen. Ihr hört Kakbun durch die Spinnenweben hindurch sprechen. Hey, überall Spinnen! Der Hauptmann hat mich geschickt, um die Welt zu retten und Menschen zu fangen. Was ist das hier überhaupt für ein Ort? Es ist so heiß hier, ich... Vor allem über den Caps Lock auch. Kakbun redet immer weiter über seine Lage. Vielleicht solltet ihr ihn befreien und ihn in Sicherheit bringen. Ihr könnt ihn auch hier lassen, obwohl es eure Schuld ist, dass er hier in der Mine feststeckt. Ich möchte an der Stelle kurz reingrätschen. Ja, wir haben ihn ja nach Südosten geschickt. Shit. Nein, Tatsache. Nein, er hat sich sogar nicht verirrt, obwohl er nach Norden gerufen hat. Okay, wir retten ihn. Bringt Kakbun in Sicherheit. Danke! Hi! Lasst uns ein paar Menschen für den Hauptmann zusammentreiben. Es gehört hier Kakbun sicher aus den Minen. Haltet Kakbun von eingesponnenen Menschen fern. Oh Gott, das will nicht ahnen, wie das ausgeht. Hier vorne ist schon einer. Komm, kriegen wir dich da. Ich will mal wissen, was passiert, wenn er eigentlich da... Hier ist einer! Ah, okay, alles klar, der triggert die. Verstehe. Da ist es ja gut, dass wir Tank-gespeckt sind. War dem Silberwald, als die Banshee-Königin die ganzen Worgen getötet hat. Eieieiei. Hauptsache immer dieselbe Frage weiter, immer weiter spammen, das hilft garantiert. Na gut, an dem werden wir auch nicht vorbeikommen. Oh. Das ist ja einfach, ja. Ja super, du hast ja auch nicht die andere Kollege, darum kümmere ich mich hier ja. Oh, Alter, immer dieselbe. Oh, den kann man echt nicht. Oh, die können wir eigentlich beide mitnehmen. Komm. Okay, die Spinnen können wir Gott sei Dank nicht aggroen. Hervorragend. Okay, dein Kopf ab. Ich kann mich erinnern, die war früher auch anstrengender, weil der damals nicht so viel ausgehalten hat. Ja, komm. So, können wir jetzt einfach... Einst war ich ein Bauer! Du kämpfst wie eine Kuh. Yay, ich bin zurück, Hauptmann, hurra! Wow, ist ja toll. Ich bin so glücklich.
zu sehen, dass Wolfgang euch in einer Mine ausgeholfen und damit einen tragischen und unausweichlichen Tod hinausgeschoben hat. Nun, warum zieht ihr nicht einfach weiter? Ich höre, dass sie in Tarents Mühle nach Verlassenen wie euch suchen, Kakwun. Tarents Mühle, okay, ist das im Brachland? Ich bin auf dem Weg. Herrlich. Ich finde den Typ fantastisch. Schau mal, was von der Stärkste überlebt gehört. Was ihr da tut, steht in Konflikt mit den Naturgesetzen, mein Lieber. Der Idiot hätte in den Minen sterben sollen. Nicht auszudenken, welchen Schaden er sich oder anderen als nächstes zufügen. Jetzt, da ich ihn vor seinem unausweichlichen Tod bewahrt habt. Und ihr wisst, wessen Fehler das dann sein wird. Ah, herrlich. Ich liebe das. Ding! Mit Level Up. Ein kurzer Zeitsprung und dann geht's weiter. Da sind wir wieder. Diesmal befinden wir uns hier in den Schlickfeldern. Auch hier nochmal, da haben wir die Quest mit dem Beamten Mikado angefangen. Und hier haben wir Aufseher Stillwasser, den kennen wir auch schon ein paar Tage, wenn man WoW spielt. Nächste Aufgabe, Holde Maid gesucht. Erst gestern habe ich sie losgeschickt, um den Hof östlich von hier zu untersuchen, aber es kommt mir vor, als sei seither eine Ewigkeit vergangen. Im selben Augenblick, als ich sie erblickt habe, wusste ich, dass es wahre Liebe ist. Ihre lieblichen blonden Locken und die Art, wie sie ihr perfektes Blutelfengesicht einrahmen. Leichter Würgereiz. Sie brachte mein verschrumpeltes Herz zum Schmelzen. Ich wollte sie nicht losschicken, aber sie bestand darauf. Ich musste ihr geben, worum sie mich bat. Wer könnte zu so einem wunderschönen Geschöpf schon Nein sagen? Leider ist die arme Jenny Imba noch nicht zurückgekehrt. Ich befürchte, das Schlimmste, Wolfgang, findet sie. Alter. Nun ja, womit geklärt wäre, was aus unserem proletenhaften WoW-Spieler, NPC, der uns im Forum flamen wollte, geworden ist. Offensichtlich nichts Gutes und meiner unmaßgeblichen Meinung nach, da es so ein nerviger Blutelf ist, verdient er alles das, was er gerade bekommt. Aber egal. Ich muss ja versuchen, hier neutral zu bleiben. Blutelfen sind ganz, ganz tolles, bestimmt. Aber ich muss ja nicht spielen. So, was haben wir denn hier? Die Ray Gets Kalaba Monstrosität Heidi Witzka. Nee, stopp. Ach, da hinten ist er. Entschuldigung. Ich hätte die Quest eigentlich auch mal im Vorfeld antesten können. Egal. Die zwei, drei Kämpfe, die lasse ich dran. Und da ist sie. Die wunderschöne. Ihr da, Paladin, ich bin gegen meinen Willen gefangen genommen und illegalerweise von Aufseher Stillwasser eingesperrt worden. Holt mich aus diesem Käfig raus und ich werde euch alles erklären. Und da sitzt Johnny Imba, Grandiopolis, die Gilde, verstehe. Willst du eine Puppe, kleines Mädchen? Würde das alles besser machen? Und er flennt, oh gö. Johnny schluchzt laut. Johnny weint, Moment, stopp. Johnny schluchzt laut. Glitzer, es hat sie getötet. Oh Gott. Johnny weint weiter. In seinen Nasenlöchern bilden sich kleine Rotzblasen. Fürchterlich. Der arme Elf. Ich bin fast nicht in der Lage, mein Bedauern, ob diese tragischen Dahinscheidens auszudrücken. Das hier ist kein Hof. Stillwasser hat an den Menschen vom Hügellandhof Experimente durchgeführt. Diese Monstrositäten hier sind alles eine Schöpfung. Das ist nicht das Schlimmste daran, Paladin. Okay, diese Entartungen, die den Schlüssel zu meinem Käfig haben, sind ehemalige Verlassene. Stillwassers Experimente haben die Nebenwirkung, Verlassene in hirnlose Zombies zu verwandeln. Warum glaubt ihr, dass ihr so viel Angst davor habt, dass dies hier rauskommt?
Ich weiß, dass so ein Verbrechen mit dem endgültigen Tode bestraft wird. Holt mich hier raus, die infizierten Schlickwachen dort draußen haben den Schlüssel. Unsere Zeit wird kommen. Machen wir. Kleiner Zeitsprung, ihr kennt das schon. Und einen kleinen Kampf später haben wir den Schlüssel. Ist das wichtig? Bitte sehr. Lyndon nimmt den Schlüssel von euch entgegen. Oh, sorry, Questtext verballert. Ihr werdet mich hier nicht zum Verrotten zurücklassen. Nehmt mich mit euch. Der Sieg ist nahe. Aufseher Stillwasser hat mich ins Feld geschickt, um diesen Ausbruch zu untersuchen. Als ich hier ankam, sind Glitzer und ich von dieser schwerfälligen Monstrosität namens Farrington angegriffen worden. Ich fiel von Glitzers Rücken und rannte sofort um mein Leben. Glitzer hielt aber die Stellung und hielt das Biest auf. Das Pferd ist deutlich mutiger als der Blutelf. Leider wurde sie aber überwältigt und anschließend in den Boden gepflanzt, als wäre sie eine Art glorreicher Sternen-Pony-Setzling. Sie hat ihr Leben gegeben, um mich zu beschützen. Ich will Rache. Wenn ihr es nicht anders tun wollt, dann tut es für Glitzer. Eieieiei. Jennys Handschuhe. Okay, nun gut. Schmied Farrington besiegt. Und was haben wir hier noch Schönes? Bevor der Aufseher sein Fett wegkriegt, müssen wir uns an diesem Ausbruch kümmern. Um diesen Ausbruch kümmern. Wir können es nicht riskieren, diese Erreger auf die Welt loszulassen. Im Arbeiterquartier direkt nördlich von hier treibt sich eine Monstrosität herum, die von Stillwasser aus drei Bauern zusammengeflickt wurde. Dieses Ungeheuer muss zerstört werden, wenn wir die Schlickfelder sichern wollen. Die Notfallregelungen verlangen es so. Okay, habe ich einfach mal gerade mitgenommen. Es geht uns natürlich hauptsächlich um Jenny Imber. Entschuldigung. Kleiner Zeitsprung, gleich geht's weiter. So, da sind wir. Ich will es jetzt nicht großartig irgendwie da hin und her schneiden und dann am Ende was verpassen. Dafür ist das bei mir auch schon zu lange her, dass ich die mal wieder gemacht habe. Und bevor ich da jetzt irgendwie was verdusele, weil das entwickelt sich alles noch sehr, sehr spannend, lasse ich euch einfach mal da daran teilhaben. Bumm, den Typ haben wir umgehauen. Er bekommt sein Fragezeichen. Ach so, ich bekomme Level Up. Ich wollte gerade sagen, hey, seit wann bekommt der ein Level Up? Ach, da ist ja da der Schmied. Entschuldigung. Ha, einmal mit Profis. So, den. Den Typ hauen wir auch noch fix um. So viel Zeit muss sein. Für Glitzer. Sie kommt jetzt in den großen Pferdehimmel in den Sternen. Wir werden dich niemals vergessen, Glitzer. Niemals! Bleibt wachsam. Tja, das arme Pferdchen. Ach, guck mal, die können wir sogar anziehen. Nice. Und was haben wir? Ups. Magistrat Uferbach war einst der Bürgermeister dieser Gegend. Zu Lebzeiten war er ein mächtiger Gegner in der Schlacht um das Hügelland. Im Untod wird er unsere Fähigkeiten sicher auf die Probe stellen. Uferbach kanalisiert mächtige arkane Magie im nordwestlichen Teil dieser Schlickfelder, führt uns dorthin und gemeinsam werden wir seiner Herrschaft ein für alle Mal ein Ende setzen. Bereiten. Gut, wie immer, kleiner Zeitsprung. Genau das ist passiert, was ich befürchtet habe. Wir haben den Typ natürlich, den einen Gegner natürlich umgehauen. Und jetzt beschwert er sich hier. Seine große Liebe ist ihm in den Rücken gefallen. Sein Herz ist gebrochen. Weil Jenny schlussendlich auch ihm an den Kragen will. Und er will nicht aufgeben. Ich bin eine Bedrohung, ich bin geistesgestört. Ja. Was ich hier geschaffen habe, ist Evolution. Auf diese Art werden die Verlassenen gedeihen und aufblühen und nicht durch irgendeine magische, geflügelte Fee, die Glücksstaub über Leichname streut. Die Vorstellung ist auch etwas erschreckend. Tötet sie alle, sie werden als meine Versuchsobjekte für meine nächste Untersuchung. Wahrscheinlich zählen.
hauen wir den mal fix um. Oha. Ihr glaubt, ihr hättet gewonnen. Denkt besser nochmal nach, Väter. Seht euch vor meiner Gestalt und er zittert. Und ich komme hier nicht raus. Himmel. Alter Vater. So, das hätten wir auch. Ich bin von den Verlassenen. Verschwendet nicht meine Zeit. Ich werde diesen Kopf persönlich der Banshee-Königin überbringen. Natürlich werde ich eure Rolle bei all dem erwähnen, Wolfgang. Was eure Belohnung betrifft, nehmt euch aus Stillwassers Vorräten, was immer ihr wollt. Ihr habt es euch verdient. Na toll, und dafür kriegen wir so ein Trinket. Ach, ein Ring. Okay, egal. Ich war in Süderstade stationiert, bevor man mich gefangen genommen und eingesperrt hat. Bei den Ruinen habe ich in erster Linie Schlammproben entnommen und sichergestellt, dass die Seuche, die wir freigesetzt hatten, sich sicher verbreitet wird. Ach so, okay. Das wäre ohne die ständigen Angriffe der Worgen eine leichte Arbeit gewesen. Ich möchte, dass ihr euch nach Süderstade begebt und nach meinem Lehrling Serge Hinnott sucht. Ich muss wissen, ob es ihm gut geht, und er muss wissen, dass ich zurückkommen werde und meine Arbeit hier beendet ist. Eieiei. Die Ruinen von Süderschale sind in der Nähe der Küste südöstlich von hier. Fürchtet die Lebenden. Ja, sein Pferdchen ist tot, von ihm hat man jetzt gar nichts mehr gehört. Schade, das hatte ich irgendwie noch anders in Erinnerung, aber vielleicht kommt das noch. Also wieder kleiner Zeitsprung, gleich geht's weiter. Da bin ich wieder. Hat ein bisschen länger gedauert. Aber jetzt, was zum Loktar geht hier ab? Wir erinnern uns, Kackboon haben wir wieder gefunden, Johnny Imber haben wir wieder gefunden. Da fehlt ja noch jemand. Mit der Zeit werden wir diesen Ort neu aufbauen und ihm seine frühere Herrlichkeit wiedergeben, minus all die nervigen Menschen. Wir reden von Tarrens Mühle. Süderstade, Entschuldigung. Was zum Loktar geht hier ab? Kurz bevor ihr hier ankamt, traf ein Ork auf einem Frostwurm ein und verlangte, dass ich ihm zeigen sollte, wo die Neuen so abhängen. Unsicher wegen seiner Ausdrucksweise sagte ich ihm, dass er seine Pflicht als Mitglied der Horde erfüllen und sich um die Worgenbedrohung in dieser Gegend kümmern solle. Er murmelte etwas davon, was zum Loktar eigentlich abginge, und machte sich Richtung Süden zu der Docks auf. Eigentlich kümmert es mich nicht besonders, wenn ein Ork plötzlich verschwindet, aber ich bin doch ziemlich neugierig, was das Abgehen und den Loktar betrifft. Findet es heraus. Das werden wir. Kleiner Sprung. Da sind wir wieder. Hier sehen wir unseren Frostwurm. Und hier sehen wir unseren Ork. Orkus, der Königsmörder. Rot wie meine Wut heißt die Gilde, okay. Keuch! Hilfe! Ich ertrinke! Gurgel! Gurgel! Hilfe! Keuch! Orkus ertrinkt! Helft mir, Questgeber Wolfgang! Blub! Zwerg hat Orkus ins Wasser geworfen! Darf nicht sterben! Gurgel! Die Schande wäre zu groß! Erklärt Orkus, dass er in seichtem Wasser steht. Eure Füße berühren den Boden, Orkus. Das hier ist seichtes Wasser. Steht einfach auf und geht zum Ufer. Dazu muss man dazu sagen, kleiner Einschub, das ist im wahren Leben exakt so auch schon mal passiert, in so einer Crime-Doku, wen wundert's, in den USA. Da war ein Einbrecher, der wird von der Polizei verfolgt, und in der Mitte von dem Ort war ein Fluss, der war ungefähr 80 cm tief, wenn überhaupt.
Und der Typ ist halt im Dunkeln in diesen Fluss gefallen, die Polizisten hinter ihm her. Und er konnte nicht schwimmen. Und exakt dieselbe Situation. Der planscht und paddelt und schreit um Hilfe, okay. Er gibt auf, aber sie mögen ihn doch bitte, bitte retten und nicht ertrinken lassen. Woraufhin die Polizei dann zu ihm gesagt hat, alles klar, steh einfach auf, haben ihn eingeknastet. Und damit war dann das auch erledigt. Also das kommt durchaus auch schon mal so vor. Oh, Orkus ist wieder bei Sinn. Der garstige Menschenmagier muss Orkus Geist verflucht haben. Schnell, wir müssen zum Ufer. Kascha ist verletzt. Genau, gehen wir stark davon aus, dass der Zwergenmagier ihn verhext hat. Kascha, komm zu mir, mir geht es gut. Wie so ein riesengroßes Seenotzeichen oben drüber im Kreis geflattert. Ufer. Kascha, nein! Oha. Orkus Gesicht färbt sich so rot wie seine Rüstung. Der Mensch muss irgendeinen Beeinflussungszauber auf Orkus gesprochen haben. Orkus erklärt es euch. In der Hoffnung, etwas über die Truppenbewegungen der Allianz im Hügelland in Erfahrung zu bringen, habe ich den schwächlichen Nekromanten Helkula aufgesucht. Helkula hat mich mit dem Aufspüren und Töten von Worgen beauftragt. Normalerweise wäre das eine leichte Aufgabe für Orkus, doch hatte ich gerade mehrere Portionen Dirges abgefahrener Chimero-Koteletts verschlungen, alter Schwede. Das hatte mir ganz schöne Magenschmerzen bereitet. Damit fing der ganze Ärger an und ich endete im Wasser. Hört Orkus an, Wolfgang. Ich war gerade damit fertig, die Örtlichkeiten der Docks zu nutzen, als Loktar muss irgendwas mit meinem Pferdeäpfel vorgaben. Bei Höllschreisaxt. Das kann doch kein Mensch so schnell lesen. Ihr könnt sie ja notfalls zwischendurch immer mal pausieren. Oha. Ey Linda, wo treffen wir uns mit diesem Typen Ivar Blutfang oder so? Und woher in Bronzebarts Namen kommt dieser fürchterliche Gestank? Sie konzentrieren sich auf der Fegefeuerinsel direkt im Westen von uns, bei der Küste. Wir sollten sie da treffen, General. Und was den Gestank angeht, Belinda zieht Luft ein. Ich glaube, es kommt von da drüben. Seht, dort drüben, was zum... Hier steht nun Orkus, dem Königsmörder, gegenüber, Zwerg. Kascha, dein Meister braucht dich. Ein Frostwurm als Pet. Na, das wäre doch auch mal ein geiles Hunter-Pet. Das sind Dragosa-Zähmen. Genug der Herumspielerei. Lasst uns hier verziehen, Linda. Wir wollen keine unerwünschte Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Verstehe. Und so begann das Ganze. Die Rache wird mein sein, doch zuerst müssen wir Kascha heilen. Kascha wird wieder fliegen, Wolfgang. Sie muss, wenn wir unsere Rache einfordern wollen. Leider muss Orkus hier bei Kascha bleiben. Ihr müsst uns helfen. Ich flehe euch an. Hört mir genau zu, Questgeber. Als ich hier eintraf, flog ich einige Tage umher, um mir die Beschaffenheit der Umgebung einzuprägen. Himmel, die Berge. Östlich von hier liegt ein schon lange verlassener Hof, auf dem sich mittlerweile Gnulle eingenistet haben. Auf diesem Hof gedeiht eine besondere Pilzgattung, die Morastschnauze. Reist zum Bauernhof und sammelt Morastschnauzen für Kascha. Kehrt hierher zurück, wenn eure Taschen voll sind. Ich habe da gerade so ein Herr der Ringe-Vibe. Ne, so Königskraut für Frodo. Morastschnauzenkappe. Alles klar. Sack ich kurz ein, gleich geht's weiter. Da sind wir wieder. Die Pflanzen habe ich. Habt ihr Morastschnauzen mitgebracht? Habe ich jede Menge. Diese Pilzart ist tödlich für alles Lebende, aber wirkt regenerierend auf Untote. Lasst uns herausfinden, welche Wirkung sie auf Kascha hat. Die Zeit der Rache ist gekommen, Wolfgang. Dank euch kann Kascha wieder fliegen. Sie wird uns zur Fegefeuerinsel bringen, damit wir uns dem General der Sturmlanzenzwerge Wanda Sturmlanze und seinem Hauptmann Belinda Steinbruch in den Weg stellen können.
Beide werden für ihre Taten bezahlen. Seid ihr bereit? Orkus kann das nicht alleine tun. Da helfen wir doch gerne mit. Wolfgang, Orkus und Kascha sind zur Fegefeuerinsel geflogen. Da könnte man jetzt so ein Jeopardy-Musik drüber einbauen. Dum, 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 dum. Sprecht mit Orkus, dem Königsmörder, auf der Fegefeuerinsel im Vorgebirge des Hügellandes. Da sind wir. Dieser Ort ist düster, unheilsschwanger, er stinkt nach Pisse und Fell. Hier gibt es ganz sicher Worgen und sehr wahrscheinlich auch Zwerge. Das ist ja wohl messerscharf kombiniert, Sherlock. Was sagt er hier? Wolfgang, mal so ganz so unter uns. Ich habe den Sturz des Lichtkönigs nie wirklich gesehen und naja, ich war nie in Ulduar. Ich. Nun ja, ich bin eher so der Dungeon-Erkunder. Ja, ich ziehe es vor, Dungeons und Verbündete zusammen zu. Mit Verbündeten zusammen zu erkunden. Die Bezahlung ist exzellent und das Risiko niedrig. Ich war nicht dabei. Aber ich habe gehört, dass Sylvanas im Silberwald gestorben wäre und ihre heißgeliebte Valkyrie sie zum Preis ihres eigenen Lebens wiederbelebt hatte. Wisst ihr was darüber? Los wohl. Sie haben einen Fehler gemacht, als sie mich nicht getötet haben, solange sie die Gelegenheit hatten. Vielleicht dachten sie, Orkus würde ertrinken. Ha! Jetzt werden sie für ihre Nachlässigkeiten bezahlen. Wir beide werden diese Insel in Stücke reißen, Wolfgang. Damit rechnen sie nie. Sobald all ihre Soldaten tot sind, werden wir ihre Anführer stellen. Haltet nach den Angriffsplänen Ausschau. Wenn wir die Pläne in die Finger kriegen, werden wir ihrer ganzen Invasion ein Ende machen können. Für die Horde. So. Ich meine, mich erinnern zu können, dass das dann am Schluss relativ automatisch und abrupt endet. Versteht mich nicht falsch, ich mag Thrall. Er war ein starker Anführer, aber ich glaube nicht, dass er dazu gemacht war, die Horde anzuführen. Nicht in Zeiten des Krieges. Erstens, weil er die ganze Zeit so schöne Kommentare von sich gibt. Aber ich meine, am Ende kann man auch eine Cutscene. Und die kann man ja dann nicht so ohne weiteres wiederholen. Und aus dem Grunde nehme ich euch mal ganz kurz mit. Ich meine, das sollte jetzt eigentlich nicht mehr allzu lange dauern. Zumal wir hier alles pullen, was nicht bei drei auf dem Baum sitzt. Im Zweifel sogar das. Sägen wir einfach den Baum ab und klopfen den Mob dann um. Da sind wir ja flexibel. Das geht ja rucki zucki mit den Räumen. Also er ist offensichtlich doch nicht so der Riesenheld, von dem er erzählt hat, dass er wäre. Auch das soll es ja zuweilen geben. Dass sich Leute mit Federn schmücken, die sie eigentlich gar nicht verdienen, wie man so schön sagt. Aber lassen wir uns mal überraschen, wie das Ganze ausgeht. Also ich weiß es ja schon. Und deswegen zum einen ist diese Questreihe natürlich eine sehr lustige, aber overall auch einfach aufgrund von der Wendung finde ich die sehr, 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 sehr cool gemacht und sehr, sehr schön. Und das möchte ich einfach in Form von diesem kleinen Video einfach mal festhalten. So, bereit zur Abgabe. Da haben wir es auch schon. Schaut euch nur dieses Massaker an, Wolfgang. Wir beide sind ein tolles Team. Jetzt müssen wir ihre Pläne finden und ihre Anführer erledigen. Das machen wir.
Schlachtpläne Auenführer finden. Wenn wir Erfolg haben, gibt es da einen obersten Kriegsfürsten der Orks, der im Krieg im Silberwald gekämpft hat und nun in Tarrensmühle stationiert ist, mitten im Herzen des Hügellandes. Er wird uns beide dafür belobigen. Wir werden Helden der Horde sein, Wolfgang. Vorwärts, gemeinsam besiegen wir diesen Abschaum der Allianz. Schauen wir mal. Ich könnte ja eigentlich auch, ne? Der hält ja mit, der Kollege. Der hält ja Schritt mit, so. Wir nähern uns der Kuppel. Der große Showdown. Diesmal entkommt ihr uns nicht. Oh, hoppala. Ihr habt euer letztes Noctauga gesungen. Okay. Hallo? Ich werde die Wache am Tisch töten und dann die Aufmerksamkeit des Trios auf mich lenken. Während ich sie ablenke, holt ihr euch die Pläne von der Totenwache. Ich werde Kascha rufen, damit sie euch abholt, sobald ich sehe, dass ihr die Pläne habt. Macht euch keine Sorgen, Markus. Ich komme schon zurecht. Ach so, hoppla, ich war ein wenig zu schnell. So. Die Pläne habe ich. Helden der Horde werden. Zack. Ich sitze drauf. Denk nicht an mich, Kascha. Los! Zack. Und da sind wir beide in Sicherheit. Kascha, du bist zurückgekommen. Für mich. Oh. Ihr seid der beste Freund, den Orkus jemals hatte, Wolfgang. Orkus hustet. Ich habe so jemanden wie euch nie zuvor getroffen. Ihr habt mich gerettet, Wolfgang, mehr als einmal. Ich weiß, es ist egoistisch von mir. Aber ich muss euch um was bitten. Bitte kümmert euch um Kascha. Geht sicher, dass sie einen kalten Ort findet, wo sie leben kann. Einen sicheren Ort. Was ist passiert? Was habt ihr da in euren Händen? Oberster Kriegsfürst Kromusch liest den Schlachtplan der Allianz. Er ist gestorben, um das hier zu bringen. Trauert nicht um Orkus, er ist ehrenvoll gestorben und voller Stolz. Er ist ein Held, als Held der Horde gestorben. Von Lordaeron bis Kalimdor werden sie seinen Namen kennen und sie werden den gefallenen Champion der Horde in Ruhmesliedern besingen. Wisst, dass das, was ihr tatet, Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Leben gerettet hat. Auch ihr seid ein wahrer Held der Horde, Wolfgang. Helden der Horde werden abgeschlossen. Und so endet das Ganze. Ich habe ein bisschen Pipi in den Augen, ich gebe es ehrlich zu. Was braucht ihr? Halt, stopp, Moment. Seid sicher. Ja, doch. Schaut finster drein, Kromasch. Salutiert. Er wird als Held der Horde geehrt werden, so wie er es sich immer gewünscht hat.
Was ihr und Orkus getan habt, wird Hunderte von Leben retten und sicherstellen, dass wir unsere Position im Hügelland nicht verlieren. Ah, und sie werden sogar noch aufgewertet. Hey, ich werde die Schlachtpläne der Sturmlanzen studieren und mich auf einen Überfall vorbereiten. Geht ins alte Raktal und bittet den Frostwolf-Clan um Hilfe. Diesem Clan gehört sogar unser ehemaliger Kriegshäuptling Thrall an. Sie müssen uns im Kampf gegen die Zwerge der Sturmlanzen unterstützen. Gemeinsam werden wir die Eindringlinge in den Staub treten und für immer aus Lordaeron vertreiben. Geht jetzt, Wolfgang, das alte Raktal liegt nordöstlich von Terrensmühle, findet Vogar Todesgriff und sagt ihm, dass die Horde die Hilfe der Frostwölfe benötigt. Loktar. Ja, aber die Quest werden wir dann nicht mehr machen. Wie gesagt, das war einfach diese kleine Questreihe um diese drei sehr, wie ich finde, sehr, sehr schönen Charaktere. Und das Ganze wollte ich einfach mal in diesem Video zusammenfassen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Würde mich freuen über ein Like, über einen Kommentar und auch gerne über ein Abo. Ich wünsche euch das Beste, macht es gut und tschüss.